Schön, dass du mit dabei bist heute. Ich möchte den zweiten Teil für meine Entscheidung, was ich im Sommer lesen möchte, wenn ich in den Urlaub fahre, machen. Und zwar habe ich mich noch nicht final entschieden. Es geht aber darum, dass ich das im ersten Video eine Zusammenstellung von Büchern gemacht habe, die auf die eventuelle Liste kommen, und dann wollte ich noch einen zweiten Stapel mit eventuell Büchern machen und dann final entscheiden, was ich mitnehme. Mag für manche ein bisschen albern klingen, aber so mache ich das jedes Mal, weil ich dann irgendwie so einen Sub an 1000 Büchern habe und mich nicht entscheiden kann, was ich mitnehmen möchte. Und ich möchte halt immer so eine Mischung von vielen Sachen, die irgendwie leicht sind und trotzdem verschiedene Genres abdecken. Naja, und deswegen ist das jetzt der zweite Teil und der dritte ist dann der finale und endgültige Entscheidungsteil. Ja, ich hatte im ersten Teil schon darüber gesprochen, dass ich ein Buch von Stephen King mitnehmen möchte, Die Arena. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Und ich habe jetzt noch zwei weitere Stephen King Bücher zur Auswahl. Zum einen, also das eine Buch hat meine Mutter zu Hause, das werde ich mir dann mal besorgen und dann mit auf den Stab legen und gucken, ob ich das lesen werde. Das ist Mr. Mercedes und ich habe ja einfach nur wirklich so gute Sachen über Mr. Mercedes gehört. Also man muss natürlich auch solche Geschichten mögen, aber ich weiß tatsächlich nicht, worum es geht, obwohl mir das Buch ganz oft unter die Augen gekommen ist und auch viele Rezensionen unter die Augen gekommen sind. Ich habe mir die aber noch nicht angehört, weil ich möchte mir kein Bild davon machen. Ich möchte es selber lesen und meine Mama hat das Buch und deswegen werde ich schauen, dass ich es mal hierher hole in mein Heim und gucke, ob es vielleicht doch was wäre, weil ich noch nicht sicher bin, ob ich die Arena mitnehmen werde. Dann habe ich aber noch ein Buch, was ich schon seit Ewigkeiten habe. Ich weiß nicht, bestimmt schon seit 3 Jahren oder sowas. Das ist auch von Stephen King, Dr. Sleep. Ich habe die englische Version. Ich weiß jetzt gar nicht. Ja, ich glaube, ich hatte das sogar damals gekauft, als die deutsche Version auch noch gar nicht draußen war. Und ich wollte es unbedingt lesen und ich bin nicht dazu gekommen, wie es dann eben manchmal so ist. Und das ist so eine Art Fortsetzung von The Shining und The Shining war das erste Buch, was ich von Stephen King gelesen habe. Und das spricht mich total an. Ich bin total gespannt. Es geht wohl um den Jungen, den kleinen Jungen aus The Shining, der jetzt erwachsen ist. Mehr weiß ich da jetzt auch nicht. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall kommt das auf die Liste der Bücher, die ich eventuell mit in den Sommerurlaub nehmen werde. Und ja, deswegen, das Stephen King Buch. Das ist die King-Buch, Dr. Sleep. Dann habe ich hier noch ein Buch, was mir meine Schwiegermutter gegeben hat, beziehungsweise die hat sortiert regelmäßig Bücher aus und das war auf dem aussortierten Stapel. Ich fand das irgendwie interessant von Charlie Lovett, das Buch Der Fälscher. Hier steht hinten nur drauf, ein leidenschaftlicher Büchernarr, ein geheimnisvolles Manuskript, eine große Liebe. Also irgendwie klingt das total schön und ich finde das Cover auch so melancholisch schön, ich weiß auch nicht. Also mich hat das auf jeden Fall angesprochen und auch das kommt auf die Liste der Bücher, die es eventuell mit in den Sommerurlaub schaffen. Ich weiß es noch nicht genau. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Aber irgendwie hat mich das Buch angesprochen. Es ist auch nicht so dick. Das sind dann, obwohl es klein ist, sehr klein geschrieben. Es sind doch fast 400 Seiten. Ich werde sehen. Als nächstes haben wir dieses Buch und auch das war auf dem Stapel der aussortierten Bücher von meiner Schwiegermama. Don Winslow, Tage der Toten heißt es. Und da hat mich nämlich folgender Satz gecatcht, wo ich dachte, okay, das könnte etwas sein, worauf ich Bock habe. Das Krieg und Frieden unserer Tage, epochal, grandios, erschütternd. Irgendwie catchen mich dann solche Schlagtitel, keine Ahnung. Es geht hier also ich lese nochmal 3 Sätze vor. Mit vollem Risiko ist der US-Drogenfahnder Art Keller in die Strukturen der mexikanischen Drogenmafia eingedrungen. Mit so viel Erfolg, dass die Drogendepots reihenweise aufliegen und die Kartellbosse die Jagd auf ihn eröffnen. Ich glaube, das ist total spannend. Auch leichte Kost, die man locker flockig im Urlaub lesen kann. Dann habe ich ein Buch. Es ist wohl. Das habe ich bei Medimops bestellt. Es ist wirklich total ramponiert, muss ich sagen. Also der Umschlag ist wirklich so ein bisschen kaputt. Aber gut, das stört mich jetzt auch nicht wirklich. Geht darum, dass ich das Buch gerne lesen möchte. Das ist Ella Mang Menduria, das Buch der Welten. Ich weiß nicht, wie dieses Buch ist. Die Geschichte hat mich irgendwie angesprochen.
Ja, ich hatte nicht so viele gute Rezensionen über das Buch gelesen, aber irgendwie fand ich den Klappentext trotzdem total interessant. Da steht nur ganz kurz: Lina lebt das normale Leben einer 16-Jährigen. Sie geht zur Schule, macht Spaziergänge mit den Nachbars und Otto und liebt Literatur. Und kaum zu glauben, also als plötzlich eine weiße Wölfin vor ihr steht und mit ihr spricht. Von diesem Moment an gerät Linas vertraute Welt aus den Fugen. Denn ausgerechnet sie soll von einem mysteriösen Buch auserwählt worden sein, in ihm zu lesen und somit Menduria und das gesamte Weltengefüge von einer übermächtigen Bedrohung zu retten. Und so weiter. Ich werde es jetzt nicht ganz lesen, was da drin steht. Ich wollte dem Buch eine Chance geben. Ich weiß nicht, wie es, ob es dann doch dann meinen Geschmack trifft. Ich stehe aber wirklich total auf Welten und neue Welten und irgendwie, ja, hat mich auch dieses Cover angesprochen. Wie gesagt, so ein bisschen ramponiert, aber das ist auch in Ordnung und ich werde mal sehen, ob es es mit in den Sommer schafft. Ansonsten kommt es auf meinen Sub für die nächsten Monate. Und dann habe ich hier noch ein letztes Buch und dann glaube ich, ist es auch genug. Das habe ich geschenkt bekommen letztes Jahr zum Geburtstag, muss man sagen. Also wirklich, ist manche Bücher, ich weiß gar nicht, warum manche Bücher es nicht sofort in meine Lesemonate schaffen. Es ist wirklich manchmal total willkürlich. Genau, das ist von Patricia Menen, Der Ruf des indischen Elefanten. Ja, ich finde das Cover wunderschön. Ich mag diesen Elefanten und dieses so leicht esoterisch angehaucht. Ich finde das total wunderschön, dieses Buch. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ja, finde ich klasse. Der Ruf des indischen Elefanten. Zu meinem Hintergrund nur kurz: Mein Mann ist halb Inder, also sein Papa kommt ursprünglich aus Indien und seine Mama aus Deutschland. So, und dementsprechend ist auch meine Tochter ein Viertel indisch. Heißt alles nichts, aber ich habe mich schon immer für Indien interessiert, auch bevor ich mit meinem Mann zusammengekommen bin. Und ja, ich liebe die indische Kultur und ja, habe schon viele Bücher über Indien gelesen. Und auf jeden Fall interessiert mich dieses Buch und ich kann mir vorstellen, dass es das mit in den Urlaub schafft. Es klingt auch sehr, ja, interessant, was hinten steht. Also hier steht: Taras Welt liegt in Scherben. Seit dem Tod ihrer Mutter ist sie völlig auf sich allein gestellt. Und tiefe Hoffnungslosigkeit hat sich in ihrem Herzen ausgebreitet. Nur der Gedanke, sich eines Tages auf die Suche nach ihrem verschollenen Vater zu machen, gibt ihr Kraft. Er wurde kurz vor ihrer Geburt als britischer Offizier nach Indien versetzt. Als die Verzweiflung schließlich zu groß wird, bricht Tara alle Zelte ab und begibt sich auf die Reise in ein fremdes Land voller Gefahren, Abenteuer und Magie. Und ich finde das schön, es hat irgendwie was Nostalgisches. Ich liebe ja immer diese Auf der Suche nach der Heimatbücher. Das spricht auch mein Leben so ein bisschen an, also oder beziehungsweise ich fühle mich auf jeden Fall angesprochen von diesen Heimatfindungsbüchern. Und deswegen wird dieses Buch auf jeden Fall erstmal auf die eventuelle Liste kommen. Und nächste Woche erzähle ich euch dann, wofür ich mich letztendlich entschieden habe. Ja, ich hoffe, das Video hat dir, euch, wie auch immer, gefallen. Vielleicht habt ihr noch ein paar Anregungen. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, mir jetzt noch mehr Anregungen an Bücher zu geben. Aber ich freue mich trotzdem. Es muss ja nicht für den Sommerurlaub sein. Schreibt mir in die Kommentare rein. Ich freue mich darüber und wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag. Und bis bald.